So, hier sind wir genau an der richtigen Stelle, wo man so richtig Spaß haben kann. Ne? Für die Kleinen, hallo, und natürlich auch für die Großen. Und das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ja? Kannst du mal mein Mikrofon halten, bitte? Ja. Ja. Halt mal ein Mikrofon, nicht fallen lassen. Ja. Okay, ich komme gleich wieder. Hey, Kuroko, Achtung. Okay, Chef. Sie sehen hier einen Stirling-Motor. Wir haben normalerweise Ottomotoren und Dieselmotoren. Das heißt, der Verbrennungsprozess generiert die Wärme und die Wärme wird in Arbeitsenergie umgewandelt, also Arbeitsfähigkeit. Hierbei sehen wir eine Wärmequelle, die von außen auf diese Platte wirkt. Durch die Wärmeausdehnungen bewegt sich diese Membrane hier drin und sobald sie sich bewegt, kühlt sie sich wieder ab. Wir haben also hier eine kalte Platte, eine warme Platte. Und diese mechanische Energie wird umgewandelt über diesen kleinen Hebelarm. Und dieser Hebelarm treibt nach dem Dampfmaschinenprinzip letztendlich ein Rad an. Was bietet ihr denn hier an am Stand? Unser eigenes produziertes Getränk. Wir haben ein BVR-Projekt letztes Jahr gehabt, von der Schule aus. Dann sind wir auf die Idee gekommen, Getränk herzustellen. Und das haben wir zusammen mit Bad Imnau Fürstenquelle gemacht. Das haben wir produzieren lassen und das Etikett haben wir selbst kreiert. Ah. Und wir haben uns halt entschieden für das Horbo-Getränk. Das ist nicht mal was anderes. Ja. Okay, und schmeckt das auch gut? Ja. Können wir es mal probieren? Ja, klar. Okay. Sehr lecker. Anlauf. Auf dem städtischen Stand bietet mir Informationen an zu vor allem drei städtische Themen, die die Bürger auch interessieren. Zum einen ist die Kinderbetreuung ein Thema, die Planungen um die Hochbrücke sind ein wichtiges Thema und nicht zuletzt natürlich auch das Grünprojekt, das ja hier in Horb schon nicht nur Schatten, sondern wirklich sichtbare Veränderungen für das Jahr 2011 erkennen lässt. Können Sie mal das erklären, was Sie hier tun? Ich mache eine Shiatsu-Behandlung, eine Kurz-Shiatsu-Behandlung. Das ist eine Wellness-Massage. Was kriegen die Leute, können die Leute hier machen? Die können erstmal an Gewinnspiel teilnehmen, das ist heiß begehrt. Es gibt einige nette Kleinigkeiten, Kugelschreiber, Gummibärchen für die Kinder, Luftballons. Und natürlich unsere Zeitung, wer Interesse hat, bekommt sie in die Hand gedrückt. Wir machen hier simulierte Unfallübung im Rahmen von der Neckarwoche in Horb. Und angenommen ist ein Verkehrsunfall. Mit zwei PKWs, eine PKW brennt, wird jetzt von uns abgelöscht. Im zweiten PKW sitzt eine eingeklemmte Person und die wird jetzt dann von uns gerettet.